Ohne Verkaufen ist die beste Idee nichts wert. Mein Name ist Tarek Abulela. Ich liebe und lebe das Verkaufen, wohne in Kreuzlingen am schönen Bodensee und bin einer der Geschäftsführer von der Ludoki GmbH. Ich liebe das Verkaufen, weil es einer der schönsten und gleichzeitig der anspruchsvollsten Berufe überhaupt ist. Man muss wahnsinnig gut sich auskennen mit seinen Produkten, mit den fachlichen Themen, die man da hat. Das Verkaufen will auch gelernt sein und hat total viel mit Menschen zu tun, kann sich seine Zeit frei einteilen und ja, finanziell ist es auch ganz spannend. Ich bin Trainer, weil ich es liebe, mein Wissen auch weiterzugeben. Das hat was zu tun vielleicht mit meiner Vergangenheit. Im Kampfsport gibt es sozusagen den lernenden Meister. Das heißt, durchs Lehren lernt man ganz viel. Und ich merke, seit ich Trainer bin, habe ich auch meine Fähigkeiten, gerade im Verkaufen, im Führen, konnte ich das stark verbessern. Das macht viel Freude. Mit Ludoki zu trainieren heißt spielend erfolgreich sein, den Leuten mehr Leichtigkeit in ihr Tun bringen und den Aufwand senken und den Ertrag steigern. Was total spannend ist, wenn man betrachtet, was mit den Teilnehmern passiert, wenn sie mit Ludoki arbeiten. Was wir feststellen ist, sie werden viel besser in dem, was sie tun, weil auch dieses typische Infotainment-Verhalten, sich so zurückzulehnen, sich rauszunehmen aus einem Seminar, einfach gar nicht möglich ist. Sondern jeder ist gefordert. Entweder hat man eine Rolle, wo man was machen muss, oder man hat eine Rolle, in der man nachher wertschätzendes Feedback geben muss. Das heißt, zurücklehnen und zuschauen geht einfach nicht. Und die Teilnehmer üben das, was es in der Praxis braucht. Und das als Hochfrequenztraining. Da geht es ja gar nicht anders, dass man besser wird. Was meine Kunden an der Zusammenarbeit mit mir sehr schätzen, ist, dass sie jemanden haben, der direkt aus der Praxis kommt. Das heißt, ich bin selber noch aktiv im Verkauf. Ich habe eine Handelsvertretung für einen Verlag, wo ich selber noch rausfahre und mit den Kunden zu tun habe, selber Verkaufsgespräche führe am Telefon und live und in Farbe natürlich auch. Und aus der Praxis für die Praxis ist mein Motto. Und ich glaube, die merken alle und vor allem auch die Teilnehmer, da ist jemand, der das liebt, was er tut. Und ich bin Verkäufer aus Leidenschaft. Meine Lieblingsantwort beim Ludoki-Spiel ist, wenn ein Teilnehmer sagt, ich weiß es nicht so genau, könnt ihr mir mal weiterhelfen? Weil ich finde, das zeigt ganz, ganz viel Größe. Ich erlebe das oft, dass Leute einfach drauf losquatschen, ohne, auch wenn sie nichts wissen, weil sie denken, irgendwas zu sagen ist besser als gar nichts zu sagen. Und da finde ich, ist es ganz, ganz groß, wenn jemand einfach mal eine Frage stellt oder um Hilfe bittet.